Hallöchen Radsportfans und herzlich willkommen zurück in unserer Pro Cycling Karriere mit Erik Zabel. Das Angebot von Team DSM, das läuft bis zum 13. August und da würde ich mal sagen, dass wir bis zum 12. erstmal vorsetzen und gucken mal, was da so an Angeboten reinkommt. Und wir sind ziemlich erschöpft, also das Training hier nehmen wir mal komplett raus bis zur Europameisterschaft und hoffen mal, dass die Ermüdung deutlich nach unten geht jetzt in diesen, nein, nicht ganz 2 Wochen, wo wir nichts machen. Und ja, wie gesagt, wir setzen mal bis zum 12. vor. Den haben wir hier. Gucken wir mal, ob noch ein anderes Angebot reinkommt. Aber ich werde das von dem Team DSM wahrscheinlich annehmen. In so ein ganz starkes Team gehe ich halt lieber nicht rein. Dann muss ich mehr Arbeit leisten. Und naja, ich will ja auch in der nächsten Saison, wenn es gut läuft, wieder die ganzen Sprinter-Trikots bei den großen Touren mitnehmen. Diese läuft ja noch, bei der Tour und beim Giro haben wir es geschafft. Gucken wir mal, jetzt kommt nur noch die Europameisterschaft in dieser Folge und das, dann wird die Folge ja auch zu Ende sein, weil ich will dann die Vuelta wieder so als einen Block haben. So, da kommt jede Menge News. Ist da irgendwas von Angebot zu sehen? Also ich glaube im Moment noch nicht. Nur verlängert, verlängert, verpflichtet und verpflichtet. Herr Güdü verlängert. Dein Nesse hier, unser Team, hat auch verlängert. Na, jetzt hat auf jeden Fall die nächste Woche angefangen. Roglic hat verlängert, Deli verlängert, Jacquesen verlängert. So, jetzt ist der letzte Tag hier. Ein Tag noch, dann ist das Angebot weg. Dann gehen wir die E-Mails mal durch. Ja, die brauchen wir nicht, die brauchen wir nicht, die brauchen wir nicht. So, irgendwas Interessantes hier. Auch nichts für uns. Was soll das? Da ist auch nichts. Tja, dann ist nur noch das Angebot von DSM da als Nachricht und dann werden wir das jetzt annehmen. Wir bleiben in diesem Team auch für die nächste Saison. Ah, es könnte natürlich sein, dass hier Ineos nochmal höher geht oder Quickstep und naja, Jumbo ist sogar noch rot. Also die brauchen uns auf jeden Fall nicht und dann gehen wir hier hin. Mark Donovan hat auch schon auf jeden Fall verlängert. Und die haben sich tatsächlich Philipsen geholt. Also noch besseren Sprinter wie diesen Dainese hier. Die sind auch beide gleich alt. Und das heißt natürlich, dass der dann wahrscheinlich bei den großen Touren der Sprinter ist und nicht eben wir. Wir müssen ihm dann wahrscheinlich helfen. Aber naja. In der Ebene sind wir auf jeden Fall besser wie er. Ist egal. Ich habe mich dafür entschieden, bei DSM zu bleiben, schon alleine auch wegen der deutschen Meisterschaft, weil die ja so einige Deutsche in ihrem Team haben. Ich hoffe, die hören jetzt nicht in der Saison alle auf. Ja, wir unterschreiben nochmal bei DSM. Haben wir den neuen Vertrag schon mal erledigt und da können wir direkt rein in die Europameisterschaft gehen. Gucken wir mal, ob wir sie jetzt schon gewinnen können. Das wäre ja zu geil. Ja, auf Angebote brauchen wir jetzt natürlich nicht mehr achten. Da ist die Finalisierung unseres Vertrags. So, das ist auf jeden Fall schon mal wieder auf keine Ermüdung. Formhöhepunkt dürfte genau ausgelöst werden zur Vuelta a España. Mit viel Glück sogar schon zur Europameisterschaft, weil das, solange das läuft, aktualisiert sich dieses Feld hier ja nicht. So, bei der Europameisterschaft sind wir auch schon angekommen. Erwartete Tagesform ist schon mal +2. Das sieht schon mal sehr geil aus. Lelele. So, vom Hügel her ist halt auf jeden Fall Storck besser. Kemna ist besser. Und der Schachmann ist auch besser. Vom Sprinten her sind wir schon mal der Beste. Hier mal für euch das Magazin. Ich denke mal, wird Eddie auf jeden Fall nicht auftauchen. Eddie, sage ich jetzt schon. Ey, Mann, ey, hab vorher Eddie gespielt. Erik war ich natürlich. Nö, da ist nix. Pidcock ist mal wieder Top-Favorit. Alaphilippe, Toulet, Laporte, Almeida und Wout ist hier auch noch drin.
Dann halte ich mich wahrscheinlich wieder bei Wut auf. Ihr wisst ja, ne? Bei Wut ist immer gut. Bis gleich. Hello to one and all. The profile of the route is a fairly mixed bag, so everybody should find a section to their pleasing. Today's race will be run under pouring rain. Ja, und damit herzlich willkommen zur Europameisterschaft im Straßenrennen. Das ganze Team hat 0 bis auf 1 minus 1 und Erik hat halt plus 3 eingefahren. Wir sollen hier 15. werden, also wenn wir hier gewinnen, dann gibt es ordentlich Punkte vom Manager. Und was ich auch noch echt lustig finde, immer so beim Ladebildschirm werden so die drei, ne, in Anführungsstrichen besten Fahrer ja normalerweise angezeigt, ne. Das ist er hier, Schinnennagel und Witt. In meinen Augen sind die besten drei Fahrer in unserem Team Schertmann, Erik und Kemner. Die stehen da jetzt aber halt nicht. So, das könnte ein Beschützer sein, ja. 75 Berg, 79 Hügel. Da ist so ein Allrounder hier. Ja, ich denke mal, es ist von den dreien der schlechteste. Den kriegt der Kemner. Ich nehme hier den Stork für Erik. Und der Witwi Schachtmann. Die beiden sind relativ weit vorne. Dann lassen wir euch da auch gleich mal. Ja, Erik wuseln wir dann gleich mal nach vorne. Ja, aber die beiden müssen wir gleich mal stoppen. Ich komme ja sogar gleich noch einen Tick weiter vor. Einmal die beiden schon mal platziert. Zack, stopp. So, Erik, wusel, wusel. Auch stopp. War schon wieder viel zu weit. Attack by Kevin Vignette. Tisch, bam. Pollet sitzt da, Schachtmann sitzt da. Ah, Erik geht hier. Dann gehen wir jetzt rein in die Action. Hier vorne vier unterwegs. Oh. Alles aus unterschiedlichen Nationen. Mal die nächste Action Cam. Das sieht aber recht gemächlich aus. Also die vier dürfen weg. Jetzt greift nochmal ein Holländer an. There's a few riders jockeying for position at the front. Dahinter, der Bennett. Der kriegt jetzt die Fahne gerade nicht. There's more than a minute on the clock. The break seems Crack Anderson oder was? Some team managers mustn't appreciate the fact that there is a breakaway, given that the pack has increased its speed. Der ist aus unserem Team. So, jetzt ist wieder Ruhe. Sind da anscheinend 6 unterwegs. Achso, weil ich nicht auf Erik bin. Ja, Erik sitzt aber ziemlich gut. Die anderen holen wir mal noch nicht ran. Aber warte mal, da kommt der Pollet schon. Pollet, Pollet, Pollet. Wo ist Pollet? Da. The riders are in a portion above 10%. Ja, noch geht's nach oben. Aber jetzt fällt er mir schon wieder zu weit zurück. Ja, okay, Pollet, der muss jetzt mal ein bisschen keulen, ja? So, stopp. The gap is widening. It's now over 2 minutes. The pack really doesn't look interested in following the breakaway. Things have slowed right down. Fehlen nur noch Schachtmann und Kemner. Aber den einen kleinen Hügel, der jetzt gleich kommt, den warten wir nochmal ab für die beiden, weil es sind unsere beiden wichtigsten Helfer. Die können wir eigentlich auch schon mal in Gruppe 2 machen. Pollet und Schinnennagel machen wir mal in Gruppe 3. Oh, a rider has taken a tumble. Fortunately, nobody went down with him. So, jetzt sind wir hier bei diesem kleinen Hügel. Setten wir noch ein bisschen hier. Au, Massensturz. Oh, die beiden sind aber auf einem guten Weg. Da hinten geht's dann gleich bergab. The peloton seems to want to wind the breakaway back in. Now they're riding and the gap is melting away. Ein Cut. Increasing its work rate. Some teams can't be happy with the breakaway. Ein Cut mache ich euch hier bei der Europameisterschaft nicht, denn es gibt ja in dieser Folge nur diese Europameisterschaft, damit wir dann, ey, das ist einfach nicht zu glauben, ey. Dieses, dass sie sich selber steuern und dann immer in die Masse reinlenken, ist so ätzend. So, den haben wir. Wir verkürzen das Rennen halt einfach so ein bisschen durch Seppen.
Ich fände es jetzt halt bescheuert, ey, hier in die Europameisterschaft noch den Start der Vuelta mit reinzunehmen. Oh oh, jetzt passiert irgendwas. It looks like the pack has bitten the dust collectively, but the riders would seem to be okay to carry on. Da war der nächste Massensturz. The fast pace at the front is too much for several riders. Na, die Aussage da eben gerade vom Kommentator glaube ich nicht so ganz. Ich glaube, die sind durch den Sturz zurückgefallen und nicht, weil das Tempo zu hoch war. Boah, der Hügel ist auch nochmal richtig steil. Jetzt kommt das steilste Stück, so wie es aussieht. Über 10%. Über 13% sogar. Also Erik, wenn man unten bei den Pluswerten guckt, hat schon krasse Werte, ne? Die Ausdauer wird auf 85 katapultiert, die Zähigkeit auf 81, Hügel immerhin 77, Berg kriegen wir 69 zusammen, Sprinten 81, Beschleunigung 84 und Ebene kommen wir auf 83. Das alles schon ganz ordentlich. Ja, beim ersten ist was, nee, bei mehreren ist jetzt schon Wasser weg, aber wir müssen diesen krassen Hügel, der jetzt kommt, den müssen wir noch überstehen. Ja, jetzt geht der Puls so langsam in den Gelben. Ja, das kriegen wir mit dem Wasser auf jeden Fall hin. Ganz am Ende wird es dann nochmal ein bisschen steiler. Und zwar jetzt. Und da ist die Kuppe Wassermarsch. Ich hoffe mal, wir haben ihn gut erwischt, dass er nicht so weit zurückfällt. Dann stellen wir die jetzt auf 92. Da fangen sie auch schon an, rot zu blinken. Ja, Erik ist auch in der Abfahrt jetzt nicht gerade der Hit. Müssen wir halt selber die Serpentinen ganz gut lenken. Balkenmäßig sieht es echt gut aus. A fall just took place in the pack. Several riders are on the ground. Na, Wasser muss sich so langsam ein bisschen beeilen. Oh Gott, hängt er noch weit zurück. The breakaway is not to everybody's liking. The peloton has significantly increased its speed. Ah, er kommt ja an dem einen nicht vorbei. Jetzt hat er ihn endlich geschafft. Hey, da kommt gleich das erste Mal von 8-mal der Hügel. Wir fahren jetzt nämlich 8 Runden. Noch hat er gut rot. Also jetzt musst du dich langsam beeilen. Der Hügel fängt gleich an. Da hinter der Linkskurve. Los, schnell da vorne. Jetzt noch den Schachtmann, dann hast du es geschafft. Ja, wunderbar. Und dann setzen wir weiter. Ja, die Werte von dem Stork, die haben nicht getäuscht. Der scheint von den dreien wirklich der Beste zu sein. Und da fahren wir den Hügel das zweite Mal hoch. 1,5 Minuten noch nach vorne. Zack, Eriks Gelber wieder voll. Wunderbar. Gucken wir mal, bei welchem Mal er das erste Mal den nicht wieder voll kriegt. Moritz ist fallen. Oh, Moritz gestürzt. Bei dem Tempo, was wir im Moment drauf haben, wird es das wahrscheinlich für ihn gewesen sein. The pace is really hot, so for the moment we shouldn't see too many attacks. Also ich weiß nicht, also so bei den Franzosen. Ich glaube, das Trikot würde viel geiler aussehen, wenn sie das so quer hätten und dafür dann aber in so großen Balken.
Ich finde das so, wie es jetzt hier aussieht, ne? Man ist hier bei Gudu, ich finde das nicht so hübsch. Oh, alle noch gut dabei bei uns. 70 Kilometer noch. Dreimal haben wir den Hügel hinter uns. The pace is so high that a few riders are going to be very sore at the end of the day. Der Top-Favorit hier neben uns, der scheint aber bei sich im Kapitän im Team auch nicht der Kapitän zu sein. Wir auch nicht. Wir haben auch nicht die 1. Die 1 trägt Schachtmann bei uns. Den Engländern, keine Ahnung. Könnte Toulé sein. Den sehe ich aber hier im Moment jetzt gerade nicht. Noch eine Minute haben sie noch. Also die sollten wir eigentlich easy packen. Oh, das vierte Mal hoch. Das sind Angriffe, oder? Sah das nur so aus? Nee, ich glaube, die beiden wollen weg. The lead over the pack is dwindling. A couple of teams have set themselves up as pacemakers for the pack. They obviously don't have anybody in the breakaway group. Kart 2. Donovan, unser Teamkamerad, die 14 bei den Engländern. Oh ja, tatsächlich. Toulé hat hier die Nummer 1 bei denen. Und die Engländer sind auch echt krass besetzt, ne? Die beiden Yates dabei, Georg Sang-Hartz dabei, Pete Cork dabei, Carr, Donovan, Toulé. Also schon ein echt starkes Team. Mal sagen, deutlich stärker wie unser deutsches Team. Somebody's come a cropper in the pack. Thank goodness everyone else escaped unhurt. Obwohl wir über unser Team jetzt ja auch nicht klagen können. Naja, über die Tagesform schon, aber unser Team ist auch relativ gut. Ich meine, ne, Pollet hat uns das Weltmeistertrikot beschert. Mehr oder weniger. Some riders definitely won't be able to keep up. So, haben wir die Hälfte der Runden rum. 4 Runden kommen jetzt noch. Oh, oh, passiert irgendwas. Aber es ist zum Glück ein Angriff und kein Sturz. Mal gucken, ey. Wenn da irgendwie Franzosen oder Engländer dabei sind, dann wird es gefährlich. Da ist ein Franzose dabei. Champouissard. Arensmann aus Holland auch dabei. Für die schlägt ja auch immer so ein bisschen mein Herz, ne? Ich hatte es schon mal erwähnt, ne? Ich bin ein Viertel Holländer. It's in such percentages that the strongest can create some gaps. Nach vorne 40 Sekunden. Oh oh. Ist das jetzt ein Sturz oder ein Angriff? The current pace is a bit too docile for some riders who are looking to create a breakaway. Fallen Angriff. There's now more than a minute between them. Die Briten haben einen mitgeschickt mit Georg Sang-Hart. Ein Österreicher. Ukraine. War das ein Ukrainer? Ich glaube ja. Ist immer so bei diesen Kurven immer so schwer. Ja, ja. So schwer zu erwischen. Aber wenn ich sonst immer relativ viel rummecker, auch wenn ich es jetzt sage, wird es jetzt wahrscheinlich gleich passieren. Bis jetzt wurde ich von den Blocks ein bisschen verschont. Aber jetzt, wo ich es angesprochen habe, werde ich bestimmt gleich erstmal geblockt. So, da geht wieder einer. Ayuso hat der nicht beim letzten Mal gewonnen. Als wenn es langsamer geworden ist, oder? Ja, die haben gleich mal richtig Lücke gerissen. Der nächste Angriff. Oh, da ist Toulé dabei.
So, jetzt im Anstieg noch nicht, aber danach gebe ich mal welche rein. Und Wasser müssen wir auch noch holen. Oh, 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 oh. Tja, Wasser. Somebody's taking a tumble in the main bunch. Bin ich ganz ehrlich, Witt, ey, da musst du dich mal dran versuchen. Alter, sind die jetzt schon weit weg. They really are moving. Du versuchst dich mal. Ihr beiden geht mal mit rein. Wie weit ist denn das jetzt nach vorne? Oh la la, alte Scheiße. Da sind fast 2 Minuten. Oh, da sind wirklich gute Fahrer dabei. Shabuza vor allem vorne. Und Ahrensmann. Du übernimmst mal kurz hier die Beschützung von Schachtmann. Oh, ja, alle aus dem Sattel. Nur Erik, die Maschine hier, die bleibt sitzen. The pack is increasing its work rate. Some teams can't be happy with the breakaway. Simon Yates has fallen. Ah, ein guter Helfer von den Briten gestürzt mit Yates. Ja, meine beiden, die führen, die kommen hier nicht ran. The pack's deficit is being cut back. Ja, ist unter Umständen ein gutes Zeichen, dass das Tempo halt auf hoch genug ist, dass wir eigentlich nicht mit anpacken müssen. Vorletzte Mal jetzt in Hügel. This climb is feared by many riders. The percentages are very high. Ja, der hat hinter sich, besten Dank, Bands, Bonds. So, der hat auch hinter sich. Ich glaube, ich brauche mal eine kurze Pause. Jetzt ist ein bisschen viel zu organisieren. Der ist nämlich auch fertig und der ist auch schon fertig. Er macht auch einen Stopp. Alter, wir leiden ja alle richtig. Naja, da sind halt echt gute Fahrer unterwegs, ne? Er kann noch ein bisschen. So, aber da er jetzt dann gleich das letzte Mal in den Hügel kommt, dann gehen wir die beiden jetzt auch mal rein. Der kann uns tatsächlich sogar noch ein bisschen beschützen. Den Schachtmann, sobald er vorne ist, den nehme ich dann wieder raus. 41 Sekunden nach vorne. So, Schachtmann raus. Nein, raus aus der Führung. The Entente in the escape group is far from cordial. Erik daran. There are a couple of riders who want to go it alone. Dann geben wir die auch nochmal besten Dank, Stork. He's not getting back up. It looks like he'll have to abandon the race. The riders are entering the last 15 kilometers of the stage. A rider is down. Kemner kommt nicht so richtig vor. Wir haben halt noch ein bisschen Weg, ey. Noch will ich in den Schachtmann eigentlich nicht reingeben. Zu nice, wenn Kemner sich nochmal nach vorne arbeiten könnte. So, warte mal, jetzt geht Schachtmann wieder an ihm vorbei, weil Kemner hier geblockt wird. Da greifen welche an. So, stopp. A rider is down. Dann Kemner ran. Wen haben wir denn da? Toulé und Alaphilippe. Only 10 kilometers left. Aber die haben wir wieder. Runter, 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 runter drehen. Oh, wieder hochdrehen. Und wieder Alaphilippe. Again, an attack is launched. The group has to break apart. Da kommt der nächste Angriff. Luke Mesges has fallen. Ja, wir bleiben jetzt dran und geben hier mal. Alter, Schachtmann kann gleich nicht mehr. Das ist ja übel. Stopp. Der muss jetzt trotzdem mal von ihm hier. Nein. Übernehmen. Ich nehme lieber einen Punkt und gebe ihm mal schon mal den hier.
zum Glück jetzt erstmal bergab. 27 Mann in der Gruppe. We're into the last five. Geh rein. Guck mal, wie lange er sich Schacht mal vorne halten kann. So, gib mal das Letzte, was du noch kannst. Erik raus. Blocken, 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 blocken. Und Erik ist der Weltmeister. Europameister. Aber er ist auch Weltmeister. Ey, wir haben es geschafft, das erste Mal in unserer Karriere Europameister zu werden. Super geil. Es war aber auch echt knapp. Der deutsche Meister, der Weltmeister, holt sich hier die Europameisterschaft. Und wenn wir uns in diesem Jahr dann wieder die Weltmeisterschaft holen, dann haben wir hier das Meisterschaftstrippel. Das wäre ja auch mal richtig geil. Aber es ist dieses Jahr kein Kopfsteinpflaster-Rennen bei der Weltmeisterschaft. Aber hey Leute, wir sind Europameister. Also haben wir wieder ein Trikot mehr in unserem Portfolio. Jetzt fehlt eigentlich nur noch das, ja, das Sprinter-Trikot der Vuelta. Und die startet ja da gleich in der nächsten Folge. Ja, ist es vorbei. Ja, hier ist Erik noch nicht im Bild. Auch wenn es so ähnlich aussieht, aber das ist die belgische Flagge. Zumindest hier bei dem Radrennen. Da kommt Erik gleich angeschossen. Naja, von vorne durchgezogen, schön abgedrängelt. Kriegen wir noch eine schöne Kamera? Ja, wir können uns hier die Häuserdächer angucken. Das ist auch sehr nice, oder? Ist das nicht interessant? Aber da sehen wir den Erik nochmal. Ja, rauszieht. Da freut er sich dann auch gar nicht. Und weil es so schön war... Oh, nee, in der Kameraperspektive gucken wir uns das natürlich gerne nochmal an. Die sollte eigentlich immer gleich als erstes kommen. Siegero. Da ist der neue Europameister. Also wir dürfen jetzt schon das Trikot des deutschen Meisters die ganze Saison tragen, das des Europameisters. Und naja, wenn wir dann die Weltmeisterschaft holen, dann sind die anderen beiden Trikots weg, weil dann tragen wir natürlich das Weltmeistertrikot. Da gab es sogar echt nochmal 4 Sekunden. Mit dem Team sind wir immerhin auf Platz 3 gekommen. Naja, Großbritannien vorne waren den Favoriten schon zu sehen. Ja, darf sich nochmal für die Briten freuen. Ab zu den Ergebnissen. Da bin ich jetzt ja mal auf die Punkte gespannt. Wir sollten nur 15. werden. Erik ist Europameister. Immerhin 46. Also das ist schon echt nice. 141 Punkte. Ist nicht mehr weit. Bis 33. Und bei 34 dürfen wir uns ja dann das vorletzte Mal verbessern, wo wir auf jeden Fall nochmal Hügel nehmen. Um dann auch für die Flandern-Rundfahrt im nächsten Jahr ein bisschen besser gerüstet zu sein. So, wir machen jetzt hier noch die News durch. Einschnitt im Budget. Die haben Verstärkung erhalten. Hier wurde auch das Budget gekürzt. Ey, Donovan hat bei uns auch verlängert. Also den haben wir in der nächsten Saison auch bei uns dabei. Vielleicht haben wir hier noch irgendeine Verpflichtung. Oh, hier. Hier steht das jetzt mit dem Philipsen. Und den Melier holen die sich auch noch. Dann haben wir 4 richtig gute Sprinter in unserem Team. Das heißt natürlich wahrscheinlich für Erik, dass er ein bisschen öfter mal Arbeit leisten muss. Ist sonst noch einer in unserem Team? Neu? Das ist nur noch die Finalisierung des Vertrags. Da können wir die alle löschen. Haben wir das nämlich auch schon mal erledigt. Ja, und da seht ihr das nächste Trikot in unserem Portfolio. Als nächstes streben wir das an.
die Punktewertung der Vuelta. Und dann gehe ich mal davon aus, dass wir auch kein weiteres bekommen werden, weil das sind hier nur noch dann die Führungstrikots der großen Touren, die Bergtrikots der großen Touren und dann die Zeitfahren bei den Meisterschaften. Und ja, glaube ich nicht, dass wir da mit Erik was leisten können. So, wenn euch die Europameisterschaft gefallen hat, dann lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da. Wollt ihr mehr sehen und auch auf jeden Fall die Vuelta nicht verpassen, dann würde ich euch ein Abo empfehlen. Ansonsten sehen wir uns dann zur nächsten Folge. Bis dahin, bis dann und ciao.